Der Persische Golf liegt zwischen der Arabischen Halbinsel und der Islamischen Republik Iran. Noch in der Nacht, nach der Ankunft am Flughafen in Dubai, erfolgt kurze Zeit später die Einschiffung im Kreuzfahrtschiff Costa Luminosa. Am folgenden Nachmittag startet die Reise in Richtung der Straße von Hormuz und dann weiter in den Golf von Oman bis zum Etappenziel Maskat, welches die Hauptstadt des Sultanats Oman ist. Nach einem knappen Tag in Mutra, das ist der Hafen von Maskat, geht die Reise weiter, respektive zurück nach Fujairah. Dann wieder durch die Meerenge, der Straße von Hormuz an Dubai vorbei nach Abu Dhabi. Von dieser Destination geht es zur letzten Etappe nach Bahrain und zum Schluss wieder zurück in den Hafen von Dubai. Wir verlassen am Nachmittag den Hafen von Dubai in Richtung der Straße von Hormuz. Und am folgenden Morgen erreichen wir Mutra, das alte Viertel von Maskat. Der Oman ist ein Staat im Osten der Arabischen Halbinsel. Die etwas mehr als 4 Millionen Einwohner leben vorwiegend in Städten. Das Sultanat ist eine absolute Monarchie und besitzt gleichzeitig eine Verfassung. Die vom Sultan ernannten Minister und die zwei nationalen Parlamente haben aber nur beratende Funktion. Das Land wird seit 1970 vom Herrscher Sultan Qaboos ibn Said regiert. Der Oman konnte sich in den letzten Jahrzehnten von einem stark rückständigen zu einem moderat wohlhabenden Staat wandeln. Ein Bericht der UN nennt den Oman als das Land, welches innerhalb der letzten 40 Jahre seine soziale und wirtschaftliche Lage am meisten verbessern konnte. Vergleicht man das Emirat Dubai mit Oman, gibt es große Unterschiede. Wirkt Dubai mondän und teilweise auch etwas seelenlos, ist der Oman das pure Gegenteil. Hier spürt man den Orient, riecht die Düfte von Weihrauch und Gewürzen und alles wirkt ziemlich authentisch. Hochhäuser sucht man hier im alten Viertel von Maskat vergeblich. Aber auch im moderneren Teil der Stadt sind nur wenige anzutreffen. Was immer wieder fasziniert, sind die extrem aufwendig gestalteten Kuppeln der Moscheen. Ob in Neu-Delhi, Teheran oder Mutra, die Souks sind alle sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich in der Größe und den lokalen Spezialitäten. Die arabische Halbinsel ist ja bekannt für seine große Auswahl an Duftölen. Stammt doch der Ursprung der Parfümherstellung aus dem Orient. Dementsprechend sind die Düfte im Souk auch ziemlich intensiv. Und natürlich eifern die bunten Textilauslagen um die Wette. Und auch Silberschmuck wird in vielen Läden angeboten. In der Nacht fahren wir unserem Ziel Abu Dhabi entgegen, das heißt wieder zurück durch die Meerenge und an Dubai vorbei. In den Morgenstunden erreichen wir unser neues Ziel. Abu Dhabi ist das größte der 7 Emirate und zugleich auch deren Hauptstadt. Insgesamt leben rund 9 Millionen Menschen in den 7 Emiraten, welche sich als eine Föderation zusammengeschlossen haben. Das Erdöl ist nach wie vor ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Außer hier in Abu Dhabi gibt es in den anderen Emiraten kaum noch nennenswerte Ölvorkommen.
Alles wirkt hier sauber und aufgeräumt und vielleicht etwas weniger mondän wie in Dubai. Diese Springbrunnen symbolisieren arabische Parfümflakons und zeigen damit die traditionelle Bedeutung der Duftöle und Parfüms im arabischen Raum. Kalligraphie ist wirklich eine Kunstschrift, das muss jahrelang erlernt werden. Die verwenden da so bestimmte Hölzer, und die auch richtig in bestimmten Grad geschliffen werden müssen. Oft ist das Ganze ein eigenes Holz. Die wirklich guten Schriftsteller, die können einfach beim Klang erkennen, ob dieses Stück Holz gut oder schlecht ist. Das heißt, sie schmeißen das von einer bestimmten Höhe, wird das runtergeworfen und dann, je nachdem, wie der Klang ist, wissen die, ob das jetzt ein guter Schreiber wird oder nicht. Die arabische Kalligraphie ist ein Anzeichen der islamischen Kunst, das sich aus der arabischen Schrift in engem Zusammenhang mit dem Islam entwickelt hat. Sie ist, bedingt durch das Bildverbot im Islam, die traditionell bildende Kunst in der islamischen Welt. Nach dem Museumsbesuch ist uns eher nach einem Outdoor-Vergnügen und so entscheiden wir uns für einen geruhsamen Spaziergang durch einen schön angelegten Park. Ein Besuch des Aussichtsturms in der Marina Mall gehört natürlich auch dazu. Die Aussicht erlaubt einen Ausblick auf die Hafenanlage und die Skyline der Stadt. Unterdessen ist es Zeit, wieder zu unserem schwimmenden Hotel, der Costa Luminosa, zurückzukehren. Die Kreuzfahrtgesellschaft Costa Crociere ist das einzige Unternehmen des Kreuzfahrtsektors, dessen Schiffe unter italienischer Flagge fahren und der größte Tourismusanbieter Italiens. Das Schiff verfügt über 12 Decks und hat eine Länge von 294 Metern. Wir verlassen den Hafen von Abu Dhabi und werden die Nacht durch bis nach Bahrain fahren. Am späteren Abend sehen wir noch ein besonderes Spektakel auf hoher See. Wir fahren an einer Bohrinsel vorbei, welche zurzeit das anfallende Erdgas abfackelt, welches bei der Förderung von Erdöl zwangsläufig mit anfällt. Scheich Hamad bin Isa al-Khalifa, 1950 geboren, ist der erste König des Königreichs Bahrain. Wie fast alle Golfanrainerstaaten besticht auch Bahrain durch eine ultramoderne Architektur, im Gegensatz zu traditionellen islamischen Bauten, welche genauso zum Stadtbild gehören. Wir besuchen eine außergewöhnliche Moschee. Die Al-Fatah-Moschee befindet sich in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, und zählt zu den größten Moscheen der Welt.
1988 wurde die Moschee nach 4 Jahren Bauzeit fertiggestellt und bietet Platz für 7000 Gläubige. Durch ihre beiden schlanken Minarette ist der imposante Sakralbau schon von weitem sichtbar. Für den Bau der Moschee wurden nur allerfeinste Materialien verwendet. Die Böden und Teile der Mauern der Moschee bestehen aus kostbarem italienischem Marmor. Zwölf Fenster aus bemaltem Glas lassen mystisch gefärbtes Sonnenlicht ins Innere der großen Gebetshalle fallen. Der spektakuläre Kronleuchter in der Hauptgebetshalle ist über und über mit Swarovski-Kristallen geschmückt und von einer Reihe mundgeblasener Rundlampen aus Frankreich umringt. Das ist schon Saudi-Arabien. Vom Aussichtsturm aus sehen wir die Grenzstation nach Saudi-Arabien und dahinter den König Fahd Damm, der eine Länge von 25 Kilometern aufweist. Die Autobrücke überquert den Persischen Golf und verbindet El-Hubara-Stadt mit Bahrain. Die Konstruktion ist in der Realität ein Komplex aus 3 großen Brücken und mehreren künstlichen Inseln. Die größte Kunstinsel, auf der wir uns jetzt befinden, ist im Zentrum der Brücke gelegen. Wieder an Bord der Costa Luminosa geht schon bald die Fahrt zurück nach Dubai. Im hinteren Teil des Schiffes befindet sich ein großer Wasserplanschbereich mit Pool, Jacuzzis, Liegestühlen und diversen Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken. Die Anlage, welche sich in der Höhe über 2 Decks erstreckt, kann bei Bedarf mit einem rollbaren Dach geschlossen werden. Die luxuriös wirkende Mall erstreckt sich über die ganzen 12 Decks, was doch ziemlich spektakulär wirkt. Und die Liftfahrt führt uns direkt in die großzügige Bar der Mall. Das Atlantis, The Palm, ist ein beeindruckendes 5-Sterne-Luxushotel in Dubai auf The Palm, einer künstlichen Insel in Palmenform. Das Hotel wurde im September 2008 eröffnet und deckt eine riesige Fläche von 460.000 Quadratmetern ab. Insgesamt stehen den Gästen 23 verschiedene Restaurants zur Auswahl, davon sind einige international anerkannt und preisgekrönt. Eines der größten und atemberaubendsten Aquarien der Welt befindet sich in der Dubai Mall. Die Daten sind gigantisch. Hat das Aquarium doch ein Fassungsvermögen von rund 10 Millionen Litern Meerwasser und beherbergt über 33.000 Meerestiere. Der Burj Khalifa ist mit 828 Metern Höhe noch das höchste Gebäude der Welt. Er wird insgesamt durch 57 Aufzüge erschlossen. Offiziell gibt es 163 nutzbare Etagen, wovon die unteren 38 vom ersten Armani Hotel genutzt werden. In den darüberliegenden Etagen befinden sich Büros, Suiten, Apartmentwohnungen,
Fitness- und Wellnessbereiche sowie zwei Aussichtsplattformen. Rund um den Burj Khalifa erstreckt sich eine fantastische Anlage, welche beinahe zu jeder Zeit stark von Touristen frequentiert wird. Eine Brücke, die sehr an Venedig erinnert, und ein künstlicher See, auf dem in der Nacht spektakuläre Wasserspiele abgehalten werden, bilden die Highlights neben dem Wolkenkratzer. Unsere Rundreise, welche uns sehr interessante Orte gezeigt hat, neigt sich nun dem Ende entgegen und morgen werden wir den Heimflug antreten.